Es ist nun einmal so, dass jeder Mensch volles Vertrauen in den guten alten Schreinermeister Eder hat, der da Tag aus, Tag ein in seiner Werkstatt im Hinterhof arbeitet. Das ging auch der Frau Steiner, die im Vorderhaus wohnt, nicht anders. Und so war ihr erster Weg eben der zu Meister Eder, als sie für 8 Tage wegfahren musste und nicht wusste, wem sie für diese Zeit ihren Kanarienvogel, ihre Blumen und ihre Aquariumsfische anvertrauen sollte. Ich bin ja nicht lang weg, Herr Eder. Nur die paar Tage, bis meine Tochter wieder aus dem Krankenhaus kommt. Was, Ihre Tochter ist die im Mandeln Krankenhaus? Die Mandeln müssen hier rausgenommen werden. Jesus, die Mandeln. Ja, aber ich kann doch so lang meinen Kanarienvogel und meine Fische nicht hungern lassen. Ja, ja, schon, aber ich habe keine Ahnung von Kanarienvögeln und von Fischzucht und... Ja, und wenn dann was passiert? Ach, da kann gar nichts passieren. Sie müssen bloß morgens und abends die Beleuchtung vom Aquarium an- und ausschalten. Aha, an- und aus. Und dabei können Sie gleich dem Kanarienvogel das Futter geben. Futter für den Kanarienvogel. Und die Blumen gießen. Mhm. Das ist alles. Ja. Ja, und die Fische, was kriegen denn die zum Fressen? Ein bisschen Trockenfutter aus der Büchse. Ja, ja, aber... Ganz einfach. Ja, Sie wissen schon, die Verantwortung... Herr Eder, Sie sind der einzige Mensch, in den ich Vertrauen habe. Ja, ja, das ehrt mich, aber ich möchte an nichts schuld sein. Herr Eder, ich spreche Sie jetzt schon von jeder Schuld frei. Also gut, gut, dann komme ich halt schnell rüber zu Ihnen und schaue mir das alles genau an. Ich bin Ihnen ja so dankbar, Herr Eder. Ja, ja, es ist schon gut. Der Meister Eder hätte sich nicht so lange bitten lassen, wenn er nicht an seinen Kobold Pumuckl hätte denken müssen. Bei dem konnte er doch für nichts garantieren. Doch das konnte er nicht gut zu Frau Steiner sagen. So ließ er sich also alles von ihr zeigen und erklären und kam dann wieder in die Werkstatt zurück. Der Pumuckl empfing ihn voller Neugierde. Hat die Frau Steiner wirklich Fische, also ich meine Fische, die echt schwimmen? Ja, ja, ein schönes Aquarium hat die, ja, das muss man schon sagen. Ja. Oh, also alle Klabauter sind große Freunde von großen Fischen. Also ein Urgroßvater von mir, der ist mal auf einem Delfin durch das ganze Meer geritten. Mhm. Und ein noch viel urrerer Urgroßvater, der ist mal von einem Haifisch, ich glaube, ja, der ist nicht geritten. Der ist von einem Haifisch gefressen worden. So? Ja, ja. Naja, das spricht ja nicht gerade von sehr großer Freundschaft. Ne? Nein, die haben, glaube ich, Streit gehabt. Aber, weißt du, nein, das war so. Der wollte ihn vor lauter Liebe, hat er ihn, glaube ich, aufgefressen, so. Glaube ich. Ja, ja, also in dem Aquarium sind aber keine solchen Fische, sondern ganz kleine blaue und rote und sogar ein ganz durchsichtiger. Und durch den durchsichtigen, da muss ich mal durchsehen. Mhm. Also ich habe noch nie durch einen Fisch durchgeschaut. Ja, das ist ja ganz interessant, Pumuckl, aber es tut mir leid, in die Wohnung kann ich dich nicht mitnehmen. Doch, das kannst du. Ich verspreche, dass ich mich in deine Rocktasche setze und nur rausgucke und nur durch die Fische durchschaue. Nein, das wird der Frau Steiner bestimmt nicht recht, wenn sie wüsst, dass ich einen Kobold mit in ihre Wohnung nehme. Sie weiß es aber nicht und wir sagen es ihr ja auch nicht und schon ist es ihr Recht. Pumuckl, man tut nichts Heimliches in einer fremden Wohnung. Gut, dann tue ich eben etwas Unheimliches. Zum Beispiel aufpassen, dass sich die Fische nicht an dem vielen, vielen Wasser verschlucken. Du Pumuckl, wenn du was anstellst, gell, das fällt auf mich zurück. Ja, aber ich könnte komm, doch... Sei ein lieber kleiner Kobold und bleib da. Komm du bitte, sei ein lieber großer Mensch und nimm mich mit in der Tasche. Nur ein einziges, also fast kein einziges Mal. Naja, vielleicht ist es gar gescheiter, ich nehme ihn in der Tasche mit. Also läuft mir irgendwann heimlich nach. Also gut, von mir aus. Aber nur in der Tasche und die verlässt du nicht. Und nur ein einziges Mal. Ausgemacht. Ausgemacht. Die Frau Steiner reiste noch am Nachmittag ab. Der Meister Eder musste abends das erste Mal in die Wohnung rübergehen, um das Licht im Aquarium auszuschalten. Das Wasser leuchtete geheimnisvoll grün aus einer Ecke des Zimmers. Oh, das ist aber schön. Ganz geheimnisvoll, wie Geisterzauber-Ober-Unterwasserwelt. Oh, da ist einer wieder!
wie Silbergeld. Und da ein blauer, und da leuchtet ein rot und blauer. Und da ist der Durchsichtige. Bis in den Bauch sieht man durch den durch. Also ich glaube, da bin ich lieber unsichtbar als durchsichtig. Ja, das ist mir auch lieber. Aber Hunger haben die. Die haben schrecklich Hunger. Guck mal, die machen vor lauter Hunger immer den Mund auf und zu. Na, Pumuckl, das hat nichts mit Hunger zu tun. Die Fische atmen so. Aber wie können die denn fressen, wenn sie sich immer den Mund voll Wasser atmen? Gleichzeitig geben, nicht? Was fressen sie denn gleichzeitig? Ja, kleine Würmer, getrocknete Flöhe. Getrocknete Flöhe? Das ist aber was Scheußliches. Ja, ich meine, ein Floh ist schon nicht besonders schön, aber ein getrockneter... Also, sowas ist für einen Fisch so gut wie für dich eine Wurst. Oh, wenn die Fische wüssten, wie gut Wurst ist, dann würden sie nie mehr auch nur den allerkleinsten getrockneten Floh essen. Wette ich mit dir. Ich weiß nicht recht, Pumuckl. Aber jetzt hast du den Fisch gesehen. Schauen wir noch nach dem Kanarienvogel und dann gehen wir wieder. Ja, gehen wir noch. Der Vogel, der hat ja gar keinen Kopf. Freilich hat er einen. Den steckt er beim Schlafen in die Federn da im Rücken. Den Kopf steckt er auf dem Rücken in ja. die... Also das war doch kein bisschen bequem. Also weißt du, wenn ich einen Vogel... Also du hast ja auch keine Federn, Pumuckl. So, und jetzt gehen wir. Ne? Und morgen bringen wir den Fischen ein Stück Wurst. Morgen? Ja, morgen. Na, mein Lieber, es ist ausgemacht, dass du nur einmal mit in die Wohnung darfst. Ja, aber das eine Mal, das war doch bloß so kurz und ich war doch so brav. Ja, ja. Und ich möchte zuschauen, wie Fische gleichzeitig auf Wasser und auf Wurst beißen und wie sie sich freuen. Nein, Pumuckl, ausgemacht ist ausgemacht. Und wenn wir jetzt schnell was Neues ausmachen, also das kann man doch. Nein, das kann man nicht. Oh, die armen Fische, ganz arm, kriegen keine Wurst, weil ein armer Pumuckl sie ihnen nicht bringen darf. Ja, fang den da wieder, gell? Oh, müssten blöde, trockene Flöhe fressen. Die Fische, die scheußliche Trockenflöhe fressen mussten statt Wurst, gingen dem kleinen Wicht nicht mehr aus dem Kopf. Und weil das Folgen einem Kobold besonders schwer fällt, hat er beim Abendessen eine Wurstscheibe in einem unbeobachteten Moment unter die Kommode rollen lassen. Dort wollte er sie dann herausholen, wenn er zu den Fischen ging. Heimlich. Wofür war er schließlich unsichtbar, sobald der Meister Eder schlief? Es war eine mondhelle Nacht, als eine Wurstscheibe von unsichtbarer Hand getragen über den Hof hüpfte, auf ein Parterrefenster sprang und sich von dort an einer Fernsehantennenschnur bis zum zweiten Stock emporschob und dann in einem schräg gestellten Entlüftungsfensterchen verschwand. Glücklich und wie verzaubert stand der kleine Kobold vor den im geheimnisvollen Grün der Wasserpflanzen schwimmenden Fischen. Hallo. Hallo, Fische. Ich bin's. Ich bin's. Der Pumuckl ist da. Da guckt ihr aber, was? Ja, ach so, ihr könnt mich ja gar nicht sehen. Aber bitte glaubt mir, ich bin wirklich da. Ich, der Pumuckl. Und ich hab euch eine Wurst mitgebracht. Ja, die müsst ihr essen. Oh, da werdet ihr aber schlecken. Das ist ein ganz anderes Fleisch als dieses blöde Flohfleisch. Das ist ja unappetitlich. Glaubt mir, das wird euch schmecken. Hallo. Hallo, ich mache sie euch in lauter kleine Stückchen, weil ihr habt ja so ganz kleine Mäulerchen, gell? So und jetzt werfe ich's rein. Hoppla, der ist daneben gegangen. Flupp. Flupp. Und noch ein. Flupp. Ja, jetzt habe ich noch ein. So. Jetzt kommen sie geschwommen. Oh, ui, die knappern dran. Und wie die knappern, ui! Hab ich nicht gesagt? Du, hallo, du da oben. Du, schwimm doch auch ein bisschen. Ach, du, hallo, du sollst dich rühren. Nicht so faul auf der Seite liegen, mit dem Bauch nach oben. Du siehst ja aus wie der Meister Eder, wenn er schläft. Vielleicht schnarcht er am Ende noch. Du, hallo.
Aber so, ihr anderen müsst jetzt alle die Wurst schön und ganz und gar aufessen. Weil sonst merkt das der Meister Eder und dann schimpft er. Und wenn der schimpft, dann ist das sehr, sehr ungemütlich. Also esst schnell und schlaft sehr gut. Gute Nacht, ihr lieben Fischelein. Gute Nacht, Fischlein. Der Pumuckl verließ sehr zufrieden auf dem gleichen Weg, den er gekommen war, die Wohnung von Frau Steiner. Da es sich um Warmwasserfische handelte, also um Fische, die im warmen Wasser leben, bildeten sich bald schillernde Fettaugen oben zwischen den herumschwimmenden Wurststücken. Was ein Kobold nicht wissen kann. Was aber dem Meister Eder am nächsten Morgen, als er die Fische füttern wollte, sofort auffiel. Was ist denn dies? Das war doch gestern nicht. Ja, das sind doch Wurststückchen. Wie kommen denn die da rein? Um Himmels Willen, das wird doch nicht der Pumuckl. Ja, Himmeldonnerwetter, dürfen das sein? Mir war doch schon verdächtig, dass er heute überhaupt nichts davon gesagt hat, dass er mit rüber will. Aber den kaufe ich mir. Hoffentlich bringe ich das wieder raus. Abschöpfen. Ja, abschöpfen, das wird das Einzige sein, was man da tun kann. Ja, um Himmels Willen. Was sehe ich denn da? Da schwimmt ja ein Fisch mit dem Bauch nach oben. Der ist hin. Ja, der ist glatt hin. Jetzt haben wir schon die Bescherung. Es wird doch jetzt nicht ein Fisch nach dem anderen kaputt gehen. Ja, was mache ich da jetzt bloß? Was mache ich denn? Der Meister Eder war wirklich verzweifelt. Er sah schon alle Fische tot herumschwimmen, an Wurstvergiftung eingegangen. Peinlich genau schöpfte er die ganze Wasseroberfläche ab. Ihm zitterten die Hände, so aufgeregt war er. Er gab dann noch dem Vogel Futter und Wasser, füllte auch noch das Vogelbadehäuschen und ging dann zurück in die Werkstatt. Pumuckl! Sofort kommst her! Ja, gleich. Ich muss nur noch... Nix, daher kommst! Was ist denn? Wann bist du gestern in die Wohnung von der Frau Steiner rüber? Ich? Ja, du. Ja, wir sind doch mit miteinander. Lüg nicht, du bist noch einmal rüber und hast Wurst ins Aquarium geschmissen. Die Fische wollen auch die haben sich so gefreut und das hat ihnen so geschmeckt. Ja, es hat ihnen so geschmeckt, dass gleich einer tot drin rumgeschwommen ist. Und jetzt wird vielleicht einer nach dem anderen hin. Das ist ja furchtbar. Das ist doch eine Katastrophe. Ja. Aber von Wurst wird man doch nicht tot. Ich werde doch auch nicht davon tot. Ja, du bist ja auch kein Fisch. Aber ich hab's doch nur gut gemeint. Ich wollte ja gar nicht böse sein. Und die lieben Fische, die dürfen nicht mit dem Bauch nach oben tot werden. Du bitte, sag mir jetzt, was kann ich jetzt tun? Nix, gar nichts. Wieso? Alles, was du tust, macht's bloß noch schlimmer. Oh ja. Den Fisch ersetze ich und dann warte ich's ab, wie's weitergeht. Und dich will ich heute überhaupt nicht mehr sehen. Raus mit dir. Ja, aber... Geh, sag ich dir, aber schnell. Der Pumuckl wagte nicht die kleinste Widerrede und ging in den Hof hinaus und setzte sich dort auf den Rand eines Kellerfensters und schaute ratlos vor sich hin. Das hatte er wirklich nicht gewollt. Nach einiger Zeit sah er den Meister Eder fortgehen und mit einem Plastikbeutel zurückkommen und im Vorderhaus verschwinden. Dann wieder nach einiger Zeit ging der Herr Eder über den Hof und ohne sich überhaupt nur umzusehen in die Werkstatt. Der Pumuckl konnte an nichts anderes als an die Fische denken, ob wieder welche tot herumschwammen. Er hielt es nicht mehr aus. Langsam näherte er sich dem Vorderhaus und der Fernsehantennenschnur und mit einem jähen Entschluss kletterte er hoch und kam auf dem gleichen Weg wie in der Nacht in Frau Steiners Wohnung. Sie schwimmen noch. Alle schwimmen noch. Ich werde jetzt aufpassen auf die Fische. Und wenn einer mit dem Bauch nach oben schwimmt, dann drehe ich ihn ganz schnell um. Dann merkt der Meister Eder nicht, dass er tot ist. Niemand merkt es. Sei jetzt still, du dummer Vogel. Man singt nicht, wenn der Pumuckl traurig ist. Hallo, liebe Fischlein auf dem Grund. Ist jemand von euch Fischen vielleicht schlecht? Spuckt die Wurst einfach wieder aus, wenn's euch schlecht ist, ja? Sei still, wenn ich rede! Ui, da ist ein ganz langer, dünner Fisch, der gar keinen Bauch hat.
Wie soll ich jetzt da wissen, ob er den oben oder unten hat, den Tuch? Ob ich den mal umdrehe? Du sollst mit der Trillerei aufhören! Macht mich ja ganz nervös! Jawohl, nervös machst du mich! Du, ich schüttel an deinem Käfig, damit du aufhörst! Du freust dich wohl, wenn Fische tot sind! Weil du nicht schwimmen kannst! Nur hin und her hüpfen, blip, 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 blip. Ja, und das alles doch mit Lärm. Nennst du das Folgen? Du kannst wohl nicht folgen. Wart, dir zeig ich's. So, das hat was genützt. Du lernst es schon noch zu folgen. Du lernst es schon noch zu folgen. Ja, ja. Nachdem der Pumuckl den Zorn, den er eigentlich auf sich selber hatte, an dem Vogel ausgelassen hatte, setzte er sich vor das Aquarium, in dem die Fische munter hin und her schwammen. Allmählich beruhigte sich sein Gewissen etwas, aber nicht lange. Als er nämlich an dem Käfig gerüttelt hatte, hatte sich das Badehäuschen etwas verschoben, nicht viel, aber genug, um den Kanarienvogel hinauswitschen zu lassen. Der Pumuckl hätte es gar nicht gemerkt, wenn nicht plötzlich das Trillern von der Vorhangstange heruntergekommen wäre. So, was tust denn du da oben? Sag mal, habe ich dir erlaubt, da hinaufzufliegen? Wie bist du überhaupt hier rausgekommen zum Kuckuck, also zum Kanarienkuckuck? Sofort gehst du wieder in deinen Käfig, verstanden? Ich glaube, der hat's nicht verstanden. Wenigstens sitzt er mit dem Bauch nach unten auf der Vorhangstange oben. Aber wenn der Eder kommt und der Vogel ist da oben, es ist zu dumm. Komm sofort runter, du Vogel, du! Vielleicht folgt er lieber, wenn ich freundlich bin. So, hallo, lieber schöner gelber Vogel. Ich schimpf kein bisschen mehr mit dir, wenn du wieder schön in den Käfig gehst. Bitte komm, sonst kriege ich ja schrecklich geschimpft. Es nützt auch nichts. Vielleicht versteht er nur, wenn man singt oder wenn man eine Fremdsprache spricht, so Brisnibra Pristilli Pristalabarastu Frogi Arvintur Marezu. Es nützt auch nichts. Dann singe ich jetzt mal. Bitte komm doch runter, du kleiner Vogel, und setz dich in den Käfig, du blödes Tier. Das nutzt auch nichts. Aber weißt du was, du Gelbvogel? Bleib oben sitzen. Ich mach mich aus dem Staub. Ich war nie da und ich weiß von nichts. Und du kannst nichts erzählen, weil du ja sowieso nur pfeifen kannst. Bläh! Und damit rannte der Pumuckl davon. Er hatte ein so schlechtes Gewissen, dass er sich in die dichteste Stelle des Kastanienbaums verkroch. Da saß er lange Zeit, bis ihm das eigentlich Nächstliegende einfiel. Er war ja unsichtbar. Und wenn ihn der Vogel nicht sehen konnte, dann konnte er ihn ja fangen. Der Pumuckl entschloss sich auf der Stelle, in die Steinersche Wohnung zurückzukehren. Aber auch dem Meister Eder war es nicht wohl in seiner Haut. Auch er beschloss, in die Steinersche Wohnung zu gehen. Der Pumuckl war zuerst da. So, verehrter Vogel, jetzt fange ich dich. Wenn du meinst, ich könnte nicht auf die Vorhangstange, dann... Oh, da sitzt er ja gar nicht mehr. Hallo, Vogel, wo bist du? Vielleicht sitzt er unter der Couch und versteckt sich. Ich kriech jetzt mal da drunter. Ui, da kommt er. Ich bleib gleich unter der Couch, vorsichtshalber. So, jetzt wollen wir doch einmal sehen, wie es dem Fischen geht und wie... Ja, wo ist denn der Vogel? Hansi! Ja, jetzt schlagt's aber 13. Hansi! Aber das Käfigtier ist doch zu. Halt, das Badehäusl. Ja, da ist er raus. Ja, sowas. Hansi! Da sitzt er! Wo? Da, in den Blumen! Feigrot! Aber sag einmal, wie kommst denn du da her? Ich bin doch gar nicht da. Also, ich, 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 ich,
Ich gehe gleich. Da geblieben. Bitte, bitte lass mich aus. Ich fange auch den Vogel. Weißt du, wenn ich unsichtbar bin, dann kann ich ihn fangen. Du musst mich allein lassen, dann bin ich unsichtbar und dann kann ich ihn fangen. Geh schnell weg, fort, ja. Ja, hast das ist das Beste, du wenn du den Vogel da rauslassen? Nein, ich wollte ihn nicht rauslassen. Ich habe ihn auch nicht rausgelassen. Also der ist von selber, ist der Brutzlung, ist der einfach so Brutzing. Der Vogel frisst an den Blumenblättern. Schon ganzes Loch hat er reingebissen. So, an der Pflanze Vogel. Auch. Ja, um Himmels Willen. Überall hat er rumgenagt. Also der hat wohl einen Vogel. Ja, mei, was sage ich jetzt zu Frau Steiner? Die schönen Pflanzen. Ja, sowas. Zuerst die Fisch und jetzt die Pflanzen. Bestimmt hast du den Vogel rauslassen. Nein, ich bin bloß an den Käfig bloß, hingekommen. Bloß, ja. Oh mein. Ich hab doch gewusst, warum ich das nicht übernehmen wollte. Aber du bist ja noch viel schlimmer, als ich gedacht hab. Die Fisch werden hin und die Pflanzen und am Ende fällt der Vogel auch noch vom Stangerl. Nein, das ist zu viel. Ich kann Fische wieder umdrehen, wenn sie mit dem Bauch falsch herumschwimmen, ja, jawohl. Ja. Aber ich kann einen Vogel, der von der Stange fällt, nicht immer wieder hinaufsetzen. Das glaube ich allerdings auch. Was kann ich? Das Einzige, was du kannst, ist, dass du auf der Stelle verschwindest. So, und soll ich den Vogel nicht mehr einfangen? Nein. Verfällt er von allein, von der Vorhangstange? Raus, sag ich. Und wenn ich Vogel? Dich da herin noch einmal erwisch, dann sperre ich dich 3 Wochen in der Schublade. Nein, ich bin ja schon fort. Nein. Jetzt bin ich direkt ins Schwitzen gekommen. Ja, Hansi, du hast leicht trillern. Wie wär's, wenn du wieder in den Käfig gingst? Hä? Wart, ich mach's Dirl auf und ich füll dir den Futternapf. So, Dalle, du wirst sicher Hunger haben. Hansi, ja komm nur, komm. Feigrot, der fliegt nein. Ach, ja, Gott sei Dank. Das ist besser gegangen, als ich gedacht habe. Aber was mache ich jetzt mit den Pflanzen? Ja, der Herr Eder. Ja, Frau Steiner. Hab ich mir schon gedacht, dass Sie da sind, weil die Tür nicht zugesperrt war. Ach, Sie sind schon da, Frau Steiner. Stellen Sie sich vor, der Arzt, der meiner Tochter die Mandeln hätten ausnehmen sollen, ja. Ist selber krank geworden. Na. Jetzt ist die Operation verschoben worden. Ja, gibt's denn sowas? Ja, Hansi, freust dich, hm? Ach, und alles haben Sie so schön in Ordnung gehalten, Herr Eder. Ich danke Ihnen vielmals. Nein, Frau Steiner, der Vogel ist mir ausgekommen und da hat er gleich an den Pflanzen herumgepickt. Ah, das macht nichts. Nicht? Das tut er immer. Aha. Ich lasse ihn ja auch viel herumfliegen. Ah, Sie lassen ihn. Und das Licht im Aquarium ist auch schön eingeschaltet. Ich hab ja gewusst, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Ja, schon, aber Frau Steiner, aber... Aber lüften müssen wir gleich. Lüften, man ja. Glaubt's nicht, wie schnell die Luft in einer Wohnung abgestanden ist, auch wenn man ein bisschen im Gang draußen das Entlüftungsfenster auflässt. Ja. Frische Luft. Daheim ist doch am schönsten. Und wenn man nur 2 Tage weg ist. Ja, schon, aber wissen Sie... Ja, was ist denn da? Was denn? Schauen Sie doch, ein Spatz. Ein Spatz ist zum Fenster hereingeflogen. Ja. Ja, was tut denn der da? Ja. Und gleich setzt er sich auf den Käfig. Ja, Spatzer, was ist denn mit dir? Ja. Der kann nicht fliegen. Und keinen Ton gibt er von sich. Der sitzt auf dem Käfig wie festgefahren. Na komm, flieg wieder raus. Ja. Herr Eder, ja sehen's doch nur, der rührt sich gar nicht. Nicht mal die Flügel tut er auseinander. Ja, pfei grad. Aber er zuckt und zappelt so komisch. Hoffentlich steckt er nicht mit einer Krankheit meinen Hansi an. Nein, der ist nicht krank, der ist... Warten's, ich nehm ihn und trag ihn wieder in den Hof, gell? Ja, das ist nett. Ja. Wie der sich leicht von Ihnen nehmen lässt. Also auf Wiederschauen, Frau Steiner. Auf Wiederschauen. Und vielen, vielen Dank für Ihre Hilfe. Ja, bitteschön, gern geschehen. Und darf ich Sie nochmals bitten, wenn meine Tochter in 4 Wochen wieder ins Krankenhaus muss? In 4 Wochen noch einmal? Ich glaube, das geht nicht, weil wahrscheinlich verreise ich auch in 4 Wochen. Ja, das sehen wir dann schon, Herr Eder. Ja, das sehen wir dann schon. Wiederschauen, Herr Eder. Wiederschauen. Der Meister Eder ging also mit dem Spatz in der Hand in den Hof und setzte das kleine Tier vorsichtig in den Kastanienbaum.
Und wen sah er dort ganz hinter Blättern versteckt? Den Pumuckl. Du sag einmal, Pumuckl, hast du den Spatz? Ja, ich hab mir gedacht, weißt du, wenn der Kanarienvogel auch stirbt wie der Fisch und du mir so böse bist, und da hab ich eben einen anderen Vogel bringen aber wollen. Pumuckl, ja. Geh, das ist doch ein Spatz und kein Kanarienvogel. Das hätte doch die Frau Steiner gleich gemerkt. Nein, wenn sie nicht schon heute gekommen wäre, dann hätte sie das nicht gemerkt. Also wenn wir Zeit gehabt hätten, dann hätten wir ihn ein bisschen gelb angestrichen. Ja, das hätte sauer ausgeschaut. Ja. Außerdem kann doch ein Spatz nicht singen. Oh, wenn ich ein bisschen mit ihm geübt hätte. Oh, mein Pumuckl. Ja, weißt du, ich wollte nur alles wieder gut machen. Ja. Ich hätte auch noch eine Blume für die Frau Steiner gepflückt, die noch nicht angebissen ist. Ich wollte ja überhaupt nicht böse sein, bestimmt. Und ich will nicht 3 Wochen in die Schublade. Wirklich. Also lieber sitze ich 3 Wochen hier auf dem Baum. Nein, also das brauchst auch nicht. Komm nur runter. Wo doch jetzt alles kaputt ist bei der Frau Steiner. Dem Vogel haben die Pflanzen nichts geschadet. Aber der Vogel hat doch den Pflanzen was geschadet. Die Blätter werden schon wieder nachwachsen. Und die Fische, die wachsen doch auch nicht nach. Die werden es auch überleben. Was werden die überleben? Die Wurst? Nein, die Tatsache, dass sie von einem Kobold gepflegt worden sind. Ach, die Tatsache? Mhm. Ja. Oh ja, dann bleibe ich lieber nicht 3 Wochen lang auf dem Baum. Weißt du was? Ich komme jetzt runter. Ja. Habt ihr den Spatz piepsen gehört? Ich glaube, der hat sich auch gefreut, dass er kein Kanarienvogel werden musste. Der Pumuckl wird natürlich Fische nie mehr mit Wurst füttern. Denn manchmal ist halt das ach so gut gemeinte lang nicht so gut wie das wirklich Gute. Aber das ist ein schwieriges Kapitel. Und das nicht nur für kleine Kobolde.